Leute wie Benze, die ja, wie Sie auch selbst schreiben, Semiotiker waren, ne? Also sehr verpflichtet der Zeichenlehre von Peirce und die ganze strukturalistische Bewegung, wo er ein Pionier gewesen ist, ja, auch der poststrukturalistischen französischen Philosophie, wo man ihn eigentlich von deutscher Seite aus ein bisschen anschließen müsste, ja, also als einer der Pioniere. Diese ganze Bewegung, ja, klarerweise mit ihrer Betonung auf das Zeichen, ja, also wie gesagt, von Benzi bis Derrida, ne, Derrida, die Überbetonung des Zeichens, hat natürlich dazu geführt, dass das immaterielle Software ja, überbewertet wurde. Ja. Ich habe im Jahre 1974 hatte ich eine Diskussion mit François Lyotard und da habe ich ihn gefragt, was er eigentlich Lacan wirklich vorwirft. Da hat er gesagt, il ne pose pas le problème du corps. Er stellt nicht das Problem des Körpers. Wortwörtlich, das war seine Antwort. Und diesen Vorwurf kann man nicht allen Analytikern und Denkern vorwerfen, die zu sehr auf Zeichenrevolution setzen. Ja. Und dazu kam auch, dieser Vorwurf zählt auch Benze. Er hat das Problem des Körpers vernachlässigt, dadurch haben sie auch diesen Text gut gewählt, weil dieser die körperliche Schmerzerfahrung wieder etwas zurückbringt. Ja. Was Kafka schon genannt hat, der Schmerz ist das einzige Reale. Ja.